Also ich werde heute Abend über das Thema Karma reden. Karma als Schlüssel zu unserer spirituellen Entwicklung. Karma ist ein sehr populärer Begriff. Ich habe beim Recherchieren gesehen, es gibt eine neue Drohne von GoPro, die Karma heißt. Es gibt auf Zalando gibt es ein Cocktailkleid, das Karma heißt. Es gibt einen Lippenstift, der Karma Kiss heißt, oder eine Nagelpflege-Produktlinie, die auch Karma heißt, oder Sandalen und eine Armbanduhr, die Karma heißen. Es gibt auch ein JavaScript-Test-Tool, das Karma heißt. Sehr breit. Man hat das Gefühl, Karma könnte man für irgendetwas benutzen. Es gibt aber auch Produkte, wo man inhaltliche Zusammenhänge erkennt. Also es gibt ein Kletterseil, das Karma heißt. Wahrscheinlich je nach Karma entscheidet das über Leben und Tod der Kletterer. Oder es gibt ein Tool zum Testen der eigenen Kreditwürdigkeit, das Karma heißt. Das ist auch gutes Karma, hohe Kreditwürdigkeit wahrscheinlich. Es gibt Restaurants, die Karma Kitchen heißen, wo ein vorhergehender Gast bereits mein Essen bezahlt hat und ich bin dann aufgefordert, das Essen für einen nächsten Gast zu bezahlen. Eine interessante Übung in Großzügigkeit. Die Coop Karma Linie, das sind vegetarische Produkte, wo man hofft, dass kein Tier für mein Essen hat sterben müssen. Und vielleicht ist es auch einleuchtend, dass ein Auto mit Hybridantrieb Karma heißt, irgendwie so etwas für die Umwelt. Im weitesten Sinn Karma. Karma wird häufig im Sinn von Schicksal verwendet, manchmal auch so im Sinne von Vergeltung, Schuld und Sühne. Quasi mein schlechtes Karma, mein Schicksal ist halt schlecht so in dem Sinne. Und diese Art von schicksalsbezogenem Verständnis von Karma, das ist definitiv nicht das Verständnis, was in der buddhistischen Psychologie gemeint ist. Und gleichzeitig ist Karma, richtig verstanden, ein Schlüssel zu unserer buddhistischen Praxis. Der Zen-Lehrer und Schriftsteller David Loy, der sagt, Karma ist der Schlüssel zu unserer spirituellen Entwicklung. Und ich möchte das ein wenig erörtern. Und bevor ich das mache, möchte ich den Begriff klären und die Bedeutung in der Buddha-Lehre etwas dazu sagen. Aber ich möchte ganz an den Anfang stellen etwas zum Charakter der Buddha-Lehre, so wie ich diese Lehre verstehe, weil ich denke, dass das hilfreich ist als Hintergrund für ein Verständnis von Karma. Buddhas Lehre hat viele verschiedene Eigenschaften, die sie in meinen Augen attraktiv machen in der heutigen Zeit. Aber gleichzeitig ist es etwas schwammig, oder? Man hat jeder gepflegte Garten hat einen Buddha-Kopf drin oder irgend so eine edle Sauna hat im Ruheraum ein Buddha und es ist wie nicht so klar. Es ist irgendwie hat irgendwas mit Gutgehen zu tun, aber viel mehr ist nicht klar, glaube ich. Ich habe mal in einer Bäckerei in Bern hatten sie so einen Buddha-Kopf auf dem Tresen, habe ich gefragt, ob der Chef Buddhist sei. Und sagst ja, Feng Shui, irgendwie so etwas. Also es ist vage, vage. Aber es hat ein paar Sachen, die ich finde, die Lehre für uns interessant machen. Das erste ist, dass es eine sehr pragmatische Sache ist. Und da gibt es ein paar Beispiele aus Reden Buddhas. Eines, wo er sagt, sagt, ihr seht diese vielen Blätter, die es hat im Wald, und nimmt so ein paar Blätter in seine Hand und sagt, so wenige Blätter habe ich in meiner Hand. Und das ist wie der Unterschied zwischen dem, was ich lehren könnte und dem, was ich lehre. Also ich lehre nur eigentlich ganz wenig ausgewählte Sachen. Und zwar in einem zweiten Gleichnis sagt er, es ist wie ein Mann, der durch den Wald geht und irrtümlich von einem Pfeil eines Jägers getroffen wird. Wenn jetzt dieser Mann sagen würde, ja, bevor dieser Pfeil herausoperiert wird,
muss ich wissen, wer hat diesen Pfeil geschossen, welcher Kaste gehört er an, wie alt ist er, wo kommt er her, aus welchem Holz ist der Pfeil gemacht, ist es aus Buchenholz, Eichenholz, also die Federn am Pfeil, ist das, sind das Pfauenfedern oder Falkenfedern oder was für Federn sind das, wenn der Mann all diese Fragen zuerst geklärt haben möchte, bevor man den Pfeil herausoperiert, dann würde er sterben, bevor das gelingt. Also er lehrt nur das, was entscheidend ist. Er lehrt keine Metaphysik, die Entstehung der Welt etc., sondern nur das, was für Heilung nötig ist. Und das drückt er an anderer Stelle so aus. Ich lehre nur, wie Leiden entsteht und wie Leiden aufhört. Also das ist eigentlich darum, und Fragen nach eben wie die Welt angefangen hat etc., das hat er immer abgelehnt zu beantworten. Er sagt, um das geht es mir nicht. Also es ist eine pragmatische Lehre, sie ist auch prozessorientiert. Der Buddha interessiert sich für Abläufe und für Zusammenhänge oder für Ursache-Wirkungsketten. Also wieso entsteht aus etwas etwas anderes? Und nicht so sehr für Zustände oder für Dinge oder für Sein, sondern eher für die Verbindung zwischen Dingen. Eine dritte Eigenschaft der Lehre ist, dass sie erfahrungsbasiert ist. Auch in einer Lehrrede sagt der Buddha, alles was zur Befreiung nötig ist, kann in diesem Körper von einem Klafter Länge gewusst werden. Klafter ist ein altes Längenmaß von 1,80. Aber damit sagt er also, ich brauche nicht irgendwie extern etwas, sondern das, was es braucht, um Freiheit von Leiden zu erlangen, das kann in diesem Körper gewusst werden. Und es ist ein Hinweis auf die Bedeutung der Sinneserfahrung. Also das, was wir hier auch anleiten im Kurs, zu sehen, was empfinde ich im Körper und wie ändern sich diese Empfindungen. Ein weiterer Punkt ist, dass sie rational oder vernünftig ist, diese Lehre. Man kann die Lehre Buddhas, so wie ich sie verstehe und wie wir sie hier lehren, mit der Vernunft erfassen. Es braucht keine Magie oder keine göttlichen Eingriffe, um zu sehen, wie sie funktioniert, sondern man kann sie nachvollziehen. Es ist auch eine zutiefst psychologische Lehre. Es hat viel mit dem menschlichen Geist zu tun. Und sie ist offen dargelegt. Jeder Mann und jede Frau, der sie interessiert, kann nachlesen, was es ist. Also sie ist in dem Sinne, sie ist nicht esoterisch geheim, sondern sie ist offen dargelegt. Klammerbemerkung, ja, es gibt buddhistische Richtungen, wo das anders ist, also wo auch quasi geheime Lehren vermittelt werden, aber ich denke, das ist nicht ein typischer Ausdruck der buddhistischen Lehre und der buddhistischen Psychologie. Und der letzte Punkt, den ich denke, dass der entscheidend ist für den Charakter der Lehre und wieso sie für uns interessant ist, ist, dass sie ermächtigend ist. Und gerade weil sie diese anderen Eigenschaften hat, also pragmatisch, prozessorientiert, erfahrungsbasiert und rational oder vernunftsbasiert, ist sie auch ermächtigend. Das heißt, jeder Mensch kann und muss in einem gewissen Sinne selber für sein Schicksal etwas tun. Es ist, ich habe es in meiner Hand, etwas zu tun. Ich muss nicht auf eine göttliche Gnade warten oder so etwas, sondern ich kann selber etwas tun. Es ist nicht metaphysisch auch in dem Sinne, sondern sehr praktisch eigentlich und erdnahe. So viel zur Grundlage. Ich denke eben, das ist das eine Hilfe, um zu verstehen, wie Karma gemeint ist. Und zu Karma möchte ich zuerst noch etwas zum Wort überhaupt sagen. Also Karma ist ein Sanskrit-Begriff. Die Lehren Buddhas, so wie wir sie hier nutzen, sind meistens in der Pali-Sprache, die verwandt ist mit Sanskrit, geschrieben. Dort heißt es Kamma, das ist das Gleiche, also die Wörter sind oft sehr ähnlich. Karma oder Kamma. Und das bedeutet wörtlich Handeln. Es ist ein sehr unspektakulärer Begriff. Es heißt Handeln. Und das, was meistens gemeint ist, wenn wir von Karma reden, ist die Wirkung von Karma.
Also das heißt Karma Vipaka, also nicht das Handeln an sich, sondern das Resultat von Handlungen. Schlechtes Karma, quasi schlechtes Resultat von früheren Handlungen. Und diese Ursache-Wirkungsketten sind eben sehr zentral. Es ist auch kein Zufall, es gibt eine deutsche buddhistische Zeitschrift, die heißt Ursache und Wirkung. Es ist wirklich ein sehr zentraler Bestandteil der Lehre. Und es gibt verschiedene Konzepte in der buddhistischen Psychologie, die solche Wirkungsmechanismen aufzeigen. Also wie aus einem, zum Beispiel aus Unwissenheit, letztendlich auch leidhafte Zustände entstehen. Und es wird betont immer wieder, dass Sachen immer in gegenseitiger Abhängigkeit stehen. Alles ist in einem gewissen Sinne mit allem anderen verbunden. Und deswegen ist es auch so wichtig, anzuschauen, was mein Handeln für Ursachen hat und was es für Wirkungen hat. Das klingt für uns vielleicht etwas banal, weil es irgendwie selbstverständlich scheint, so Ursache-Wirkungsketten, aber in der Zeit, in der Buddha gelebt hat, war das auch revolutionär, weil damals und auch heute in Indien noch ist oft das Denken geprägt von einem schicksalhaften Modell. Besonders äußert sich das im Kastendenken. Also wenn ich in eine Kaste geboren werde, dann habe ich keine Möglichkeit, eigentlich aus eigener Kraft da rauszukommen. Ein Brahmane ist ein Brahmane, weil er in die Brahmanenkaste geboren wurde. Und die Brahmanen haben dann Rituale durchgeführt, damit sich die Leute über die Rituale von schlechtem Karma sozusagen befreien konnten. Und der Buddha hat gesagt, das nützt nichts. Oder mit Ritualen wird man nicht die Wirkung von Handlungen los. Und er hat gesagt, dass das Handeln ist das, was mich zu dem macht, was ich bin. Also ich bin nicht Brahmane, weil ich in die Brahmanenkaste geboren werde, sondern weil ich brahmanische Handlungen vollführe. Oder wenn ich den Acker pflüge und säe und ernte, dann macht mich das zum Bauern und nicht, weil ich in die Bauernkaste geboren werde. Also ganz allgemein gesagt kann man sagen, unser Tun, unser Denken, unser Reden macht uns zu dem, was wir sind. Das ist der Kern eigentlich der Karma-Lehre im buddhistischen Gedankengut. Ich werde hier also über Karma in diesem Wortsinn reden, also Karma als Handeln und Karma Vipaka als Resultat von Handeln. Mit Handeln, das ist, fasse ich hier auch weit, also auch eben Gedanken, Worte und Taten als Handeln. Und in der buddhistischen Psychologie geht einem Gedanken, einem Wort oder einer Handlung immer eine Absicht voraus. Wir haben das auch schon angetönt oder angesprochen, die Bedeutung der Absicht. Und ich möchte dazu ein paar Bemerkungen machen noch. Der Buddha betont immer wieder, wie wichtig die Absicht, die Motivation, die Ausrichtung, die Intention ist. Und deswegen wird häufig in buddhistischen Settings eine Praxisperiode angefangen damit, dass man sich ausrichtet auf die Qualitäten von Buddha, Dharma und Sangha, also das heißt die Qualität von Buddha, vom Erwachen, Dharma, die Lehre des Buddha und Sangha, die Gemeinschaft. Ohne jetzt darauf näher einzugehen, aber diese drei Qualitäten werden als sehr hilfreich für die Praxis angeschaut. Und indem ich kurz darüber reflektiere, was das für mich heißt, das Erwachen, die Lehre oder auch die Wirklichkeit, das Funktionieren der Wirklichkeit und die Gemeinschaft, die mich unterstützt, wie eine Gemeinschaft wie hier zum Beispiel, lege ich einen guten Boden für meine Praxis. Unsere Absichten sind oft verknüpft mit Werthaltungen, die zum Teil bewusst und zum Teil unbewusst sind. Und ich glaube, unsere Werthaltungen, also das, was wir hochhalten, was wir schätzen, wo wir uns danach richten, die sind sowohl persönlich, individuell wie auch gesellschaftlich und sozial geprägt.
Also wenn ich in einer Gesellschaft lebe, die sehr patriarchalisch ausgerichtet ist, wo sagen Machismo eine große Rolle spielt oder vielleicht Gewinnstreben, dann wird das auch meine eigenen Werte prägen, auch wenn ich dann individuell noch andere Werte habe. Und umgekehrt, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, wo Gleichberechtigung, Großzügigkeit und Verantwortung zentrale Werte sind, dann wird das auch meine eigenen Werte prägen und in dem Sinne auch mein Handeln. Mein erster Meditationslehrer John Coleman, der hat erzählt, wie er in den 50er Jahren in Thailand war und wie Thailand so geprägt war vom hohen Wert der Großzügigkeit. Er hat gesagt, wenn ich einem Thai begegne und ich sage, ah, schönes Shirt hast du an, dann hat er das gleich ausgezogen und gesagt, hier, nimm's, es ist deins, oder? Gesagt, man musste sehr aufpassen, was man so sagte, weil die Leute so großzügig waren. Das war ihm dann nicht recht, oder, dass der andere ihm sein Hemd geben wollte. Aber auf diese Weise kann wirklich eine Gesellschaft oder eine Kultur Werte auch bei allen Mitgliedern prägen. In unserer Gesellschaft haben wir oft die Haltung, dass das Resultat von Handlungen wichtiger ist als die Absicht. Auf Neudeutsch Outcomes, also irgendwie das, was resultiert, was am Ende dabei herausschaut, wenn wir das machen. Und auch so, ja, dann kann man Indikatoren nehmen, schauen, die zeigen an, ob diese Outcomes gut sind oder nicht. Also ein sehr so ein resultatorientiertes Denken. Und das steht das ist ja nicht völlig im Widerspruch, aber es ist schon eine ganz andere Haltung dahinter als in der buddhistischen Lehre und Psychologie, wo ich sehr viel Wert eben auf diese Absicht und die Ausrichtung lenke. Auch mit der Begründung, dass ich die Outcomes oder die Resultate oft nicht so unter meiner Kontrolle sind, aber die Haltung, mit der ich an etwas herangehe, da kann ich viel mehr daran machen und das wird mich auch sehr stark prägen. Leider wirken Absichten auch, wenn sie unbewusst sind, also auch wenn mir gar nicht so bewusst ist, aus welcher Haltung heraus ich handle, wird das trotzdem auch die Resultate meines Handelns färben. Und wir versuchen hier ja auch mehr Bewusstheit und mehr Achtsamkeit zu kultivieren, damit wir auch stärker mitkriegen, was überhaupt passiert in unserem Geist. Am schwierigsten ist es wohl, wenn wir so in einem reaktiven Modus sind, also wenn in einer Situation, die uns emotional sehr mitnimmt und wo wir einfach handeln, ohne überhaupt Zeit zu haben, zu überlegen, was wir eigentlich tun. Das ist immer wieder halt so, dass uns das, wenn uns etwas gefühlsmäßig sehr mitnimmt oder so, dass wir dann sehr schnell handeln und auf eine reaktive Weise, anstatt auf eine überlegte Weise. Es können durchaus Handlungen, die wohlüberlegt sind, sehr ähnlich wirken wie solche aus einem reaktiven Geist heraus passieren. Aber es ist wirklich etwas ganz anderes, wenn ich bewusst etwas mache und um zu einem bestimmten Resultat komme, als einfach so aus einer emotionalen Reaktion hinaus. Nun, ich möchte jetzt noch ein paar Worte sagen dazu, was denn eigentlich der Wert einer Handlung oder eines Gedankens oder eines Wortes ausmacht. Hier spielen Ethik und Werthaltung eben hinein. Wir reden von heilsamen und unheilsamen Handlungen im buddhistischen Kontext und das setzt ein Werturteil voraus. Zum Teil hat man heute so wie das Gefühl, dass man vielleicht gar nicht das Recht hat, über andere zu urteilen oder dass es sehr heikel ist und das stimmt wohl in gewisser Weise. Aber es gibt auch durchaus Werturteile, die wir uns erlauben dürfen, die auf universelle Grundhaltungen zurückzuführen sind. Es gibt Sachen, die wir empfinden können. Wir können wissen, wie es für andere fühlende Wesen ist, etwas zu erfahren. Und
Es gibt einen interessanten TED-Talk vom Autor Sam Harris, wo er sagt, Werthaltungen oder moralische Urteile, die sind nicht etwas völlig Unwissenschaftliches oder Willkürliches, sondern die lassen sich auch auf Erfahrungen und menschliche Empfindungen zurückführen. Und wenn ich es auf eine bewusste Erfahrung zurückführen kann, dann darf ich mir auch erlauben, ein moralisches Urteil zu fällen, auch wenn das nicht so offensichtlich ist, wie der Bezug ist. Also ich kann es auf Basis dessen, was ich weiß darüber, wie ich als Mensch, als fühlendes Wesen funktionieren, kann ich ein moralisches Urteil fällen. Und die Wissenschaft versucht sich zum Teil rauszuhalten, weil sie sagt, das ist eine Sphäre, wo es keine klaren Aussagen gibt. Und Sam Harris sagt doch, es gibt klare Aussagen. Wir wissen etwas darüber, was für menschliches Wohlergehen eine nützliche Haltung ist. Wenn wir von heilsam und unheilsam reden im Kontext von Buddhas Lehre, dann ist das vielleicht manchmal nicht so ganz genau definiert. Aber wir haben bestimmte Sachen, ich werde darauf noch eingehen, wo wir sagen können, doch, das ist sicher im Bereich heilsam und das ist sicher im Bereich unheilsam. So wie zum Beispiel wir auch in Bezug auf Ernährung, es gibt vielleicht verschiedene Arten, sich gesund zu ernähren und da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Aber es ist trotzdem relativ offensichtlich, wann es etwas als Nahrung taugt für uns und wann es giftig ist oder wirklich schlecht ist für uns, ohne dass wir hundertprozentig sagen können, genau das ist die richtige Ernährung für alle Menschen. Also heilsam und unheilsam als Begriff hat nicht etwas völlig Willkürliches, sondern es gibt eine Basis, wo wir sagen können, doch, dass heilsam ist etwas, das für menschliches Wohlbefinden gut ist, auch wenn das vielleicht in einer Kultur nicht so gesehen wird. Also wir wissen, es gibt in vielen Ländern des Südens und des Ostens gibt es eine starke Homophobie gesellschaftlich verankert und ausgedrückt. Und trotzdem können wir sagen, dass Homosexualität auch in diesen Ländern zu respektieren ist, das ist auch ein Ausdruck menschlicher Seins, das nicht verurteilt gehört, auch wenn es in dieser Kultur völlig gang und gäbe ist, es zu verurteilen oder sogar zu verfolgen. Es gibt auch buddhistische Mönche in Burma, die gegen die muslimische Minderheit hetzen und es ist ganz klar, dass da können wir uns auch ein Urteil erlauben, sagt, das ist nicht richtig. Das ist nicht das, was das menschliche Wohlbefinden fördert. Oder auch im buddhistischen Klerus ein Widerstand gegen die Gleichstellung von Frauen oder die Ordination von Frauen. Und auch dort können wir sagen, wir dürfen uns da ein Werturteil anmaßen und sagen, das ist nicht richtig. Es gibt Werte, die allgemeingültig sind, auch wenn es der Klerus vielleicht zum Teil anders sieht. Karma heißt, dass wir durch die Entscheidungen, die wir heute treffen, auch unsere und andere, die Zukunft von anderen beeinflussen. Und das heißt auch, wir werden deshalb ermutigt, unsere Entscheidungen auf eine ethisch heilsame Basis zu stellen. In dem Sinne, wie ich das gesagt habe, eine Basis, die fürs menschliche Wohlergehen oder fürs tierische Wohlergehen förderlich ist. Der erste Schritt dazu ist, dass wir überhaupt mitkriegen, was passiert. Und oft merken wir gar nicht so recht, was passiert, wenn wir handeln. Und der erste Schritt, und das denke ich, ist hier auch in der Praxis, die wir anleiten, ein wichtiger Punkt, einfach überhaupt zu merken, was passiert eigentlich, oder? Und wir verlangsamen hier, wir stellen äußere Reize ab und das hilft zu sehen, was überhaupt passiert in meinem Geist. Es ist nicht so, dass wir ja die Motivation, dass die immer ganz klar ist. Also ich merke, dass es in mir selber, dass es oft widersprüchliche Stimmen gibt in mir. Eine Stimme, die möchte großzügig, liebend und mitfühlend sein. Und eine andere Stimme, die möchte auf meinen eigenen Vorteil schauen. Und so ein kleines
banales Beispiel aus dem Alltag eines Pendlers. Also ich pendle von Bern nach Zürich. Und das ist immer, wenn der Zug kommt und die Türen aufgehen und die Menschen strömen raus, dann geht so eine Art darwinistisches Rennen los. Man merkt, es geht irgendwie ums Überleben. Und die Leute drängen in den Zug, noch bevor alle draußen sind. Und dann ist sehr interessant, also auch wenn ich mir da so eine kleine Übung mache, kann ich sagen, okay, heute lasse ich mal alle einsteigen, bevor ich einsteige. Das ist unglaublich, was das für Zurückhaltung braucht. Und es ist eigentlich lächerlich. Und dann steige ich ein, es ist auch lächerlich, weil ich weiß, nach 4 Jahren, es gibt immer einen freien Platz. Oder? Und dann steige ich ein und dann muss ich die Leute bitten, ihre Taschen von den freien Stühlen zu nehmen, und das ist nicht so begeistert manchmal, das ist dann auch etwas unangenehm. Aber ich habe immer einen Platz und es ist eine super kleine, super, super simple Übung. Und im Alltag gibt es viele solche Übungsmöglichkeiten. Und einfach zu sehen, wie ich die verschiedenen Stimmen in mir, oder, und wenn ich reinstürme und auch versuche, mit der Zeit wird das dann relativ, oder die guten Plätze, besonders jetzt, wo es dunkel ist, man sieht nicht raus und so. Ja, okay, was ist dann der gute Platz? Sie sind nicht so unterschiedlich. Oder so ein Klassiker für widersprüchliche Stimmen in mir oder in Menschen ist so die Eröffnung des Essensbuffets, oder? Dann ist das ist auch so wo so das Reptilienhirn zum Tragen kommt, oder? Man muss für sich und seine Familie schauen, damit wir überleben. Auch wenn es das Dessertbuffet ist und es ist nicht so tragisch. Und dort einfach zu warten, so okay, lass jetzt mal die anderen nehmen und dann. Das ist manchmal erstaunlich schwierig, also es ist fast etwas beschämend schwierig. Manchmal denke ich, ich möchte doch großzügig sein. Also, wieso juckt es mich jetzt da zu diesen schönen Süßigkeiten? Es ist ja nur Zucker. Okay. Und Karma in diesem Kontext heißt ja auch, dass das, was ich dann gewohnheitsmäßig mache, mich prägt, dass ich lerne dann immer wieder. Was ich viel mache, das wird so meine Neigung werden. Also wenn ich mich viel reinstürze und der Erste sein möchte, dann wird das mein natürliches Verhalten werden mit der Zeit. Und ich glaube, es ist wirklich in allen drin, diese verschiedenen Stimmen. Und was mich im Moment sehr beschäftigt, doch sind die amerikanischen Wahlen. Und das Resultat davon, es beschäftigt mich wirklich. Und ich habe mich erinnert, als Silvio Berlusconi Präsident war in Italien, ein ähnlicher Populist, hat ein italienischer Prominenter, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat gesagt, mir macht nicht so Angst, dass der Silvio Berlusconi Präsident ist. Was mir Angst macht, ist der Silvio Berlusconi in mir. Also zu realisieren, sagen, ich habe diese, sagen wir jetzt mal, niederen Instinkte oder so etwas auch in mir. Und der erste Schritt, glaube ich, mit einer Situation klarzukommen, wo ein Lügner oder ein Demagoge oder so Präsident ist, ist wirklich, glaube ich, zu sehen, wo resoniert das in mir. Also ich habe auch solche Tendenzen in mir. Und zu sagen, das ist nur der Trump, das ist nicht ganz, ich halte das nicht für ganz ehrlich. Ich denke, ich habe Trumpchen irgendwo in mir, oder? Und die trumpisch sind. Und es ist mir etwas peinlich, aber ich glaube, ich muss das anerkennen und irgendwie in Kontakt kommen mit diesen Teilen von mir, um quasi das im Äußeren bekämpfen oder Widerstand leisten zu können. Ich glaube, der erste Schritt ist, dass ich anerkenne, dass solche Tendenzen in mir drin auch da sind. Und natürlich muss ich eben achtsam sein und überhaupt mitkriegen, was in mir drin läuft. Und ich habe es vorhin angesprochen schon, ein zentraler Punkt im Zusammenhang mit dem Thema Karma ist diese dauernde Konditionierung oder das dauernde Training, das wir betreiben.
Fred von Almen, der viel hier lehrt, sagt immer, wir sind dauernd am Üben. Und das ist ein irgendwie banal, aber auch eine sehr zentrale Aussage. Der Buddha sagt in seiner Rede zwei Arten von Gedanken, wo er über die Zeit vor seinem Erwachen spricht, sagt er, womit sich die Übende viel beschäftigt, das wird die Neigung ihres Geistes sein. Also dort, wo wir uns hinwenden, das wird mit der Zeit das sein, quasi wo wir uns automatisch hinwenden. Es gibt auch so ein Gleichnis, wo er sagt, der Baum neigt sich in eine Richtung, wenn ich ihn fälle, wo wird er wohl hinfallen? Ja, er fällt in die Richtung, wo er eh geneigt ist. Das ist logisch. Und dass wir den ganzen Tag am Üben sind, ist insofern etwas erschreckend, weil wir es oft nicht so bewusst machen, was wir da üben. Also ob ich eben Verlangen übe oder Aversion oder Mitgefühl oder Liebe, ist mir oft nicht so ganz bewusst. Ich gehe durch den Tag und es ist so ein Gewusel und ich kriege gar nicht so genau mit, was passiert. Aber im Sinne dieser buddhistischen Lehre und der buddhistischen Psychologie ist das Training von Herz und Geist, das ist eine Lebensaufgabe, die nicht nur mich, aber auch meine Umwelt prägt. Und ob ich durch das Leben gehe und heilsame Qualitäten übe, wie Großzügigkeit, Liebe, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut oder Geduld, das macht einen Unterschied. Es macht für mich einen Unterschied, es macht aber auch für die Welt einen Unterschied. Also wenn ich darin gut werde, wenn ich gut trainiere in diesen Bereichen, dann wird das nicht nur für mich selber ein angenehmeres Leben werden, sondern auch für meine Umgebung. Und wie gesagt, eben der Herzgeist, der neigt sich mit größter Wahrscheinlichkeit in Richtung des Heilsamen, wenn ich das Heilsame übe. In der Neurowissenschaft gibt es so einen klassischen Ausspruch: Neurons that fire together, wire together. Also, das heißt, Neuronen, die gleichzeitig aktiviert werden, die verbinden sich, so entstehen im Hirn neuronale Verbindungen. Also, das sind dann Wege, die trainiert worden sind. Klarer eigentlich wird es in einem alten chinesischen Spruch ausgedrückt, wo der sagt, ein Weg entsteht, indem man ihn geht. Also dort, wo die Leute durchgehen, dort gibt es einen Weg. Es ist banal, aber das ist ja auch in Bezug auf Gewohnheiten und Geistestraining ist das eine sehr zentrale Aussage. Und ein Spruch von William Thackeray sagt: Sehe einen Gedanken und ernte eine Tat. Sehe eine Tat und ernte eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und ernte eine Persönlichkeit. Sehe eine Persönlichkeit und ernte ein Schicksal. Und das ist übersetzt eigentlich das Gleiche wie zu sagen, ein Weg entsteht, indem man ihn geht. Und das passt, finde ich, hundertprozentig zu Buddhas Lehre. Wir sind dauernd am Trainieren und was wir trainieren, zu dem werden wir. Training ist also Karma, Handeln ist in dem Sinne Training und Karma Vipaka, das Resultat von Handeln, ist das, zu dem wir geworden sind. Ich glaube, das über die virtuelle Realität lasse ich sein. Aber ich möchte ja doch auch sagen, wir erschaffen uns unsere Welt. Also auch das ist nicht nur so, dass wir diese Gewohnheiten, das Karma, diese heilsamen Qualitäten stärken, sondern sie prägen auch das Bild der Welt, das wir haben. So wie wir in die Welt hinausschauen, das ist ein Spiegel von dem, was wir in uns innen gepflegt haben. Dieses Training macht auch unsere Welt in einem gewissen Sinne. Also wenn ich Liebe, Mitgefühl und so weiter, Geduld trainiere, dann werde ich auch die Welt in verstärktem Maße so erfahren. Der David Lloyd, den ich bereits erwähnt habe, der sagt auch interessante Aussage, wo er sich auf einen schwedischen Mystiker beruft. Er sagt, quasi die Hölle, mit der gedroht wird oder so, das ist eigentlich nicht wie ein Ort oder ein Zustand oder so etwas. Aber das ist allein das, dass ich zum Beispiel übe,
zu lügen oder zu betrügen oder einfach unheilsame Qualitäten übe, trainiere, ist die Hölle ist eigentlich das, dass ich das dann bin und manifestiere. Das ist eigentlich schon die Strafe, dass ich das trainiert habe und dieses Training sich auswirkt. Mehr, das ist schon eine schlimme Strafe eigentlich. Und in dem Sinne kann man auch selber beeinflussen, in welchem Leben man leben wird. In asiatischen Ländern wird oft Karma verbunden mit Wiedergeburt und auch so in dem Sinne, dass die Leute sagen, ja, ich möchte etwas gutes Karma machen und dass ich dann eine schöne Wiedergeburt habe, also spende ich dem Kloster etwas Geld, das ist dann gut. Und wenn ich einem Mönch Geld spende, dann ist das mehr wert, als wenn ich einem Obdachlosen Geld spende, weil der hat eine höhere Verwirklichung und so. Und das ist eine sehr kaufmännische Art, Karma zu verstehen. Und das macht für mich auch nicht viel Sinn. Aber es ist interessant, das einfach festzustellen, dass das in vielen buddhistischen Ländern so die Praxis ist. Einfach zu sagen, ich schaffe mir Verdienste, indem dass ich quasi wertvollen Menschen oder Organisationen Geld spende zum Beispiel und dass das dann mein Karma verbessert. Ich finde, so kann man sich Ungerechtigkeit auf der Welt erklären, aber es ist nicht ein sehr befriedigendes Modell und ich glaube nicht, dass es eigentlich mit der buddhistischen Psychologie, so wie ich es verstehe, wesentlich verbunden ist. Ich glaube, es hat viel mehr zu tun damit, was ich gesagt habe, dass für heilsame und für menschliches Gedeihen förderliche Qualitäten fördern in uns und die üben und trainieren. Man kann ja trotzdem noch dem Kloster Geld spenden, wenn man will, aber ich glaube, das ist nicht das Essentielle. Und da möchte ich auch den Link machen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe über die Eigenschaften der Buddha-Lehre. Ich glaube, dass die Buddha-Lehre ermächtigend ist und uns erlaubt zu handeln und unser Schicksal in unsere Hände zu nehmen. Das äußert sich eben genau in einem solchen Karma-Verständnis. Also das heißt eben, mein Handeln hat Wirkung. Mein Handeln hat Wirkung oder ich habe Einfluss. Und das macht die Lehre auch attraktiv für mich. Ich kann mein Handeln ausrichten auf heilsame Qualitäten, wie die sogenannten vier unermesslichen Qualitäten von liebender Güte, Mitgefühl, Mitfreude und Gelassenheit. Die sogenannten Vervollkommnungen, wo ähnliche Qualitäten drin genannt sind. Und damit kann ich auch eine Änderung der Welt herbeiführen, indem ich das bei mir selber trainiere. Und umgekehrt kann ich auch sagen, dass ich, indem ich die unheilsamen Qualitäten nicht mehr trainiere, dann in dem Sinne weide ich die auch aus. So ein paar kleine Beispiele aus dem Alltag. Also ich kann Zeit darauf verwenden, die Inhalte und die Story einer Fernsehserie zu kontemplieren. Dann werde ich darin gut und ich stärke diese Bahnen, diese neuronalen Bahnen, die mit dieser Fernsehserie verbunden sind. Und wenn ich aber nicht darüber nachdenke, schwäche ich sie entsprechend. Oder ich kann Zeit darauf verwenden, über einen Konflikt mit einer anderen Person nachzudenken oder mich über diese Person zu ärgern, dann übe ich Ärger und werde besser darin, mich zu ärgern. Aber ich kann mir auch Tipp von einer Freundin, den ich wunderbar finde, wenn ich jeden Abend vor dem Schlafengehen mir 5 Sachen überlege, für die ich am vergangenen Tag dankbar war, dann werde ich darin gut, Dankbarkeit zu empfinden. Und es ist eine interessante Übung. Wir haben das zum Teil auch gemacht, das einfach zu schauen am Abend. Und das kann etwas völlig Banales sein. Ich bin dankbar dafür, dass mir jemand die Türe aufgehalten hat. Spielt gar nicht so eine Rolle, was es ist. Aber die Tatsache, dass ich überhaupt Aufmerksamkeit darauf verwende, zu sehen, wo gibt es Sachen, für die ich dankbar sein könnte, das wirkt. Der Benediktinermönch Bruder David Steindl-Rast hat gesagt, es ist nicht so, dass
glückliche Menschen deswegen dankbar sind, sondern dass Menschen, die viel Dankbarkeit empfinden können, werden dadurch glücklich. Und in dem Sinne ist das Trainieren von Dankbarkeit auch ein Weg zu Glück. Und ja, so wird meine, wenn ich immer wieder Danke sage auch und Dankbarkeit ausdrücke, wird meine Fähigkeit zur Wertschätzung besser. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, ich versuche das auch bei der Arbeit zu beherzigen, zu sagen, auch so kleine Sachen, ich glaube, das wirkt und das ist wichtig und Menschen nehmen das wahr und sind dann wiederum dankbar, wenn man Wertschätzung ausdrückt. Das ist ein sich selbst verstärkender, guter Kreislauf. Und der Herzgeist ist, unser Herzgeist ist wie ein Muskel, den wir einfach trainieren können und der immer besser wird in dem, was wir trainieren. Es gibt eine Geschichte, wo es heißt, sowohl im Himmel und wie auch in der Hölle gibt es sehr viel zu essen. Das Problem ist, dass die Gabeln sehr lang sind. Und in der Hölle, dort hungern die Leute, weil die Gabeln sind so lange, dass man sie nicht sich selber in den Mund stecken kann. Aber im Himmel geht es den Leuten gut, weil sie füttern einander. Ich mache den Vortrag gerade kürzer. Ich hoffe, ihr werdet dankbar sein dafür. Trotzdem noch ein kurze Beispiele aus dem Alltag. Ich denke, es ist hilfreich. Jogging war für mich lange Zeit eher so ein Müssen als eine wirklich eine Freude. Und ich habe einfach gedacht, ja, es ist gut zu joggen. Und ich habe auch eine Ehefrau, die mich ermutigt hat, das zu machen. Und ich sehe ein, dass es gut ist. Und irgendwie hat es letztes Jahr ist ein Knopf aufgegangen und fing an, gerne joggen zu gehen. Und ich denke, das hatte auch damit zu tun, dass es zu einer Art guten Gewohnheit geworden ist. Und dass ich auch gesehen habe, ich kann während des Joggens, kann ich auch in dem Sinne gut meditieren, dass ich meine Aufmerksamkeit gut auf Sinneswahrnehmungen lenken kann. Also ich fühle meinen Körper deutlicher als sonst. Ich spüre den Wind auf der Haut oder fühle den Schweiß auf der Haut, fühle den Atem, nehme wahr, wie ich sehe oder wie ich schaue und wie ich meine Außenwahrnehmung lenke. Ich nehme auch meine Gedanken besser wahr als sonst. Und das ist auch, das ist eine Funktion des, also das Training, nicht das Joggen an sich, aber einfach, dass ich das mache und immer wieder und irgendwann ist es zu einer guten Gewohnheit geworden. Und was ich glaube auch schon angesprochen habe, ein anderes Beispiel ist so das Smartphone. Das ist auch so eine Gewohnheit, dass ich, wenn ich immer wenn eine Zeit ist, wo nichts ist, ist da das Gerät im Hosensack, das sagt, nimm mich raus, ich will dir etwas zeigen. Und ich weiß noch nicht, was es zeigen will, aber es will immer etwas zeigen. Und das ist auch so etwas, das man trainieren kann, dass es einfach keine Momente mehr gibt, wo ich einfach dastehe und es ist nichts und der Bus ist noch nicht da und ich warte einfach. Und es ist interessant zu sehen, wie diese Reflexe, diese Gewohnheiten wirken und wie schwierig es manchmal ist, einfach entgegenzuhalten. Oder so wirklich kleines Zeug, das finde ich spannend. Also wenn ich zum Beispiel es ist häufig bei der Arbeit oder so, wenn ich die Türe aufhalte, es gibt so wie einen gewöhnlichen Abstand oder irgendwie, wenn die nächste Person mehr als 4 Meter hinter mir ist, dann halte ich die Türe nicht auf und sonst halte ich sie auf. Und dann zu schauen, was passiert, wenn ich diese Distanz erhöhe und jemand kommt 15 Meter hinter mir, definitiv zu weit weg, als dass ich die Türe aufhalte. Wenn ich sie trotzdem aufhalte, die andere Person registriert das auch und ist dann irgendwie wieder auch dankbarer, als einfach, wenn ich sie nur 2 Meter vorher aufgehalten hätte. Das sind so kleine Dinge im Alltag, mit denen kann man wirklich gut spielen. Das sind gute Praxismöglichkeiten, weil im Alltag ist es schwierig, die Sammlung, die wir hier üben mit der Abgeschiedenheit und so der Fokus und wenig Störungen. Das ist schwierig im Alltag zu machen. Aber solche kleine Übungen, zu schauen, wie kann ich großzügig sein oder hilfreich sein im Alltag und wie kann ich solche Grenzen ausdehnen,
Da muss ich nicht besonders konzentriert sein, das kann ich immer tun. Und ich finde das spannende Übungsmöglichkeiten. Und natürlich hier, was wir hier trainieren, ist also eben mit der, was wir auch anleiten, immer wieder mit der Aufmerksamkeit zurück zum Körper gehen, zum Atem gehen. Das ist auch ein Training, immer wieder die Aufmerksamkeit an einem Ort und in dem werden wir immer besser. Also je länger wir das tun, umso einfacher fällt es uns dann, die Aufmerksamkeit wieder in den Körper zu lenken, auf den Atem zu lenken, hier präsent zu sein. Irgendwie fand ich ein schönes Zitat von Christian Morgenstern, der sagt, der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare. Und fand es passt, weil wir arbeiten so viel mit dem Körper und der Körper macht wirklich viel sichtbar. Und Seele ist nicht ein buddhistischer Begriff, aber das ist irgendwie für mich spricht daraus auch ein Verständnis, dass wir eben, wie das Zitat, das ich am Anfang genannt habe vom Buddha, alles, was wir brauchen, können wir in diesem Körper wissen. Es braucht nicht mehr als die Körpererfahrungen. Und mit dem zu arbeiten ist genug. Da haben wir genügend Material. So, ich möchte schließen, und zwar indem ich nochmal darauf hinweise, dass ich denke, Karma ist ein ganz zentrales buddhistisches Konzept, das zum Teil etwas falsch verstanden wird. Und das Essentielle daran für mich ist wirklich dieser Übungstrainingscharakter, dass ich das, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, indem ich sage, dass ich bewusst versuchen will, heilsame Qualitäten wie Mitgefühl, Mitfreude, Gelassenheit, Geduld, Großzügigkeit, bewusst diese Qualitäten zu stärken. So nutze ich die Wirkungsweise von Karma. Und was wir hier tun, das ist eine Art Trainingslager für den Alltag. Der Alltag ist dann der Ort, wo die eigentliche Praxis anfängt. Und hier trainieren wir und hier schauen wir, wie das funktioniert. Und wir machen es mit dem Körper, wir machen es mit dem Atem. Aber ihr seid herzlich eingeladen, auch diese anderen Qualitäten zu üben und zu sehen, okay, wie kann ich hier auch Großzügigkeit oder Mitfreude oder Mitgefühl üben? Und merke ich, wie das etwas ausmacht in meinem Geist. Und sich auch nicht verurteilen, wenn andere Sachen hervorkommen. Es wird so sein. Der Geist ist ja nicht einfach auf Befehl dann nur noch liebevoll und mitfühlend, sondern er wird sich plötzlich über andere Kursteilnehmer ärgern. Und wenn ich mich darin übe, zu sehen, was eigentlich abgeht, dann kriege ich auch schneller mit, dass dieser Ärger eigentlich nichts mit der anderen Person zu tun hat, sondern das einfach ein Ausdruck meines Geistes ist, der sich ein Objekt sucht. Und ja, so funktioniert das. Und ich denke, solche Kurse sind gute Gelegenheiten, hinzuschauen, zu sehen, wie dieser Geist funktioniert und was passiert, wenn ich ihn auf eine bestimmte Art trainiere und übe. Und hinzuschauen und den eigenen Geist besser kennenzulernen, das ist auf jeden Fall gutes Karma. Ich glaube, die Erforschung des eigenen Herzgeists ist auf jeden Fall heilsam, weil wir dadurch viel besser mitbekommen, was überhaupt funktioniert und was passiert in uns drin. Das Karma-Konzept ist in dem Sinne auch nicht moralisch, weil es gibt nicht eine Verdammnis, ich kann jederzeit wieder anders handeln. Wenn ich merke, dass ich in ungeschickten Bahnen bin, dann kann ich wieder schauen, dass ich bewusst versuche, andere heilsamere Qualitäten zu trainieren. Und dauerndes Training bringt irgendwie auch Resultate. Und in dem Sinne, von Moment zu Moment, gibt es immer wieder neue Möglichkeiten, dieses Training zu machen. Und es kann auch von Neugier und Freude begleitet sein, einfach zu schauen, was passiert in mir denn eigentlich dauernd. Und das ist das, was wir versuchen hier anzuleiten. Und ich wünsche euch viel Spaß und Neugier bei dieser Übung.